Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Ausgabe mit unserem Trendfolger Michael Proffe. Und heute wollen wir zwei US-Werte in den Mittelpunkt stellen. Wir schauen auf Apple und auf Google. Herr Proffe, fangen wir an mit Apple. Da gab es diese Woche Quartalszahlen. Schauen wir doch einmal auf die langfristige Entwicklung des Konzerns. Irgendwie hat man den Eindruck, es gibt fast nur eine Richtung bei Apple. Guten Tag, Herr Groß. Ja, da können Sie recht mit haben. Wenn man sich die Entwicklung über die letzten 5 Jahre bei der Aktie anschaut, dann sehen wir, dass die Aktie 500% zugelegt hat, obwohl sie zwischenzeitlich eine Kursdelle dabei hatte. Diese Kursdelle, hier können wir es ganz deutlich sehen, wird in Kürze aufgelöst werden. Viele Anleger, die vor kurzem erst eingestiegen sind, können sich jetzt über weiter steigende Kurse freuen. Aber man muss das mal so sehen. Quartalszahlen haben da eigentlich so gut wie gar keine Aussagekraft dazu. Denn Quartalszahlen können in dem einen Quartal mal recht gut sein, im anderen Quartal einige Prozente weniger, dann wird das negativ gesehen. An den langfristigen Megatrends können Quartalszahlen keine große Aussage bringen. Denn auch dort muss man die fundamentalen Zahlen im Kontext sehen. Megatrends können sich nur halten, wenn die längerfristigen Umsätze und Gewinne, also über viele, viele Jahre, in einem intakten Aufwärtstrend sind. Und das ist hier bei Apple genau der Fall. Apples Umsätze und Gewinne liegen seit über 10 Jahren in einem ganz klaren, deutlichen Aufwärtstrend, natürlich mit quartalsmäßigen Schwankungen. Das ist ganz normal. So, jetzt hat Apple gestern Abend seine Zahlen bekannt gegeben, hat den Markt überrascht, dass die Zahlen wesentlich besser waren. Das hat mich nicht verwundert, ist aber auch nicht so hochinteressant. Interessanter ist die Aussage, dass Apple einen Split machen wird, und zwar 7:1, und dass die Dividende erhöht wird und dass Apple weiterhin Aktien zurückkaufen wird, also die Aktienpflege weiterhin durchführen wird. Das heißt, Anleger, die seit vielen Jahren in diese Aktie investiert sind, sollten auf jeden Fall drinnen bleiben, weil die Aktie wird sich weiterentwickeln und die Performance wird sich dementsprechend in einzelnen Depots weiterentwickeln. Andere, die noch nicht investiert sind, sollten jetzt gleich mal zuschauen. Wo kann denn jetzt gerade bei Apple die Reise hingehen? Was verrät denn da der Blick auf die vergangenen Monate? Ja, da sollten wir uns die Entwicklung über die letzten 12 Monate anschauen, denn jetzt ist hier so ein super Kaufsignal. Wir sehen das schon seit einigen Wochen, dass da ein Kaufsignal generiert wurde. Jetzt sehen wir ganz deutlich, die Aktie hat in den letzten 3 Monaten, ist sie in eine Seitwärtstendenz gelaufen. Gestern Abend kamen die Zahlen. Die Aktie ist vorbörslich bereits um die 7% im Plus. Schauen wir mal, wie heute Abend in Amerika die Geschichte sich eröffnet und wie die endet. Das Potenzial, dass die Aktie jetzt im Laufe dieses Jahres das Allzeithoch aus dem Jahre 2012 erreichen wird, ist auf jeden Fall sehr stark gegeben. Denn dieser Aktiensplit, das bedeutet, die Aktie werden wir in einem Verhältnis 7:1 demnächst günstiger bekommen. Das heißt, Aktien können an eine breitere Front von Anlegern verkauft werden. Dann stimmt, wie gesagt, die fundamentalen Daten dazu. Es gibt noch viele Präsentationen in diesem Jahr. Hier stimmt einfach alles. Wer sein Geld also effektiv entwickeln lassen möchte und auf der sicheren Seite sein will, der sollte an so ein Unternehmen investieren, in einem Unternehmen, was nur Gewinne macht. Und wenn man überlegt, das Unternehmen hat einen Cashbestand von 150 Milliarden, was die damit alles machen können. Wir müssen ein bisschen geduldig sein. Sie werden uns im Laufe des Jahres eine Menge darüber erzählen. Ich sehe den Aktienkurs im Laufe des Jahres auf ein neues Allzeithoch. Jetzt ist der ideale Einstieg da. Die Impulse sind ganz deutlich und klar. Die fundamentalen Taten stimmen. Man sollte heute und morgen unbedingt zugreifen. Selbst wenn die Aktie dann in den nächsten Tagen ein wenig schwanken sollte, viel günstiger wird man die nicht mehr bekommen. Ich hatte gesagt, wir sprechen über zwei Werte. Nehmen wir uns jetzt mal den zweiten Wort. Google, sehen wir auch hier die längerfristige Entwicklung an. Was für eine Erkenntnis liefert hier der Chart? Ja, wenn wir den nächsten großen Megatrend dieser Welt uns anschauen, Google, ohne Google geht im Internet eigentlich gar nichts mehr. Jeder kennt Google, weil jeder hat schon mal gegoogelt. Google ist aber keine reine Suchmaschine mehr. Dieser Trend ist seit vielen, vielen Jahren auch intakt. Und wenn man da auf die letzten 5 Jahre schaut, wir sehen diese Bewegung, dass die Aktie kontinuierlich steigt und immer wieder dabei ein wenig verschnaufen muss. Diese kleinen roten Kreise, die ich dort immer eingezeichnet habe, wir haben in den letzten 5 Jahren fast ein Dutzend dieser Kreise sehen wir dort. Das sind immer die Momente, wo so eine Aktie verschnaufen muss. Da gibt es verschiedenste Argumente dazu, warum diese Kursrücksetzer kommen. Manchmal ist das durch einen Quartalsbericht ergeben. Manchmal passiert das, weil die Börsen allgemein schwächeln, wie wir es jetzt gerade an den Aktienmärkten sehen. Möglicherweise durch die Krisen, die wir gerade haben, geht dieser Aktienkurs auch ein wenig zurück, weil Investoren Geld rausnehmen, woanders reingehen, dann wieder hier reinkommen.
Trotzdem ist die Aktie jedes Mal, wenn sie ein Stück zurückgekommen ist, umso stärker danach gestiegen. Und genau solch einen Moment sehen wir da. Wir haben ja einen Trendfolger, der seit Jahren in einem Megatrend ist und der es die nächsten Jahre noch unglaublich lange begleiten wird. Wir wissen gar nicht, wie das Jahr 2024 aussehen wird, was Google noch alles in der Pipeline hat. Wir können da nicht mal mehr zurückblicken, was Google in den letzten 10 Jahren alles so gemacht hat. Das haben wir im Leben alles so aufgenommen. Auf jeden Fall wird dieser Megatrend von Google uns noch viele, viele Jahre begleiten. Was jetzt genau sind die Gründe, warum der Anleger jetzt bei Google zugreifen sollte? Auch da kann man das deutlich sehen auf dem Jahreschartbild. Man kann jetzt einige Prozente mehr bekommen. Denn die Aktie, die lag vor einigen Wochen noch bei 620 US-Dollar. Übrigens, zwischenzeitlich gab es ja einen Split, die war ja mal über 1000 Dollar. Jetzt liegen wir ungefähr bei 530 US-Dollar. Und das ist so der Moment, wo ich sage, hey, ich kriege die Aktie jetzt fast 20% günstiger. In 12 Monaten werde ich 40-50% höher liegen. Also kaufe ich mir die Aktie ein. Wir finden jetzt gerade so eine Art Bodenbildung dort im Bereich. Die Aktie kann vielleicht noch mal ein paar Dollar runtergehen. Möglicherweise steht sie nächste Woche aber schon wieder 30-40 Dollar höher. Also das ist der Moment, wo man einkauft, einige Monate abwartet, dann sieht man schon, dass die positive Entwicklung da ist. Nach 12 Monaten freut man sich über satte Gewinne. Dann kommt irgendwann wieder eine Korrektur. Die nutzt man wieder, um einzusteigen. Also diejenigen, die drin sind, können so etwas nutzen, um nachzukaufen. Diejenigen, die bei Google noch nicht investiert sind, sollten solche Momente, wenn die Aktie abgegeben hat ein Stück, nutzen, um dann einzusteigen, weil man kommt sie einfach billiger. Google und Apple, zwei Megatrends. Dankeschön, Michael Proffe. Sehr gerne, Herr Groß. Bis zum nächsten Mal. Nochmals anschauen, meine Damen und Herren, können sich diese Sendung unter drf.fm. Ich wünsche Ihnen alles Gute.